Jo Leute, was geht? Euer Survivor HD hier mal wieder mit der zweiten Folge von Stranded Deep. In der letzten Folge haben wir ja mal so die Grundlagen gemacht. Heißt, wir haben ein Shelter gebaut und ein Lagerfeuer und ein bisschen die Insel erkundet. So, und in dieser Folge ist das Ziel erstmal ein Wasserdestillierer zu machen. Dafür müssen wir aber zu einer anderen Insel. Ich weiß auch gar nicht, welche wir nehmen. Ich würde sagen, wir gehen einfach. Wir fahren einfach mal zu der da drüber. Muss ich mein ganzes Floß mit rüber ziehen. So. Komm mit. Also, das ist wieder so. Nee, nicht kippen, nicht kippen. So. Komm, jawohl, fein. Super. Da liegt auch noch so Rost, was angespült wurde. So. Bevor ich aber losfahre, würde ich gerne mein Inventar leeren. So, Stoff brauchen wir nicht. Anzündhölzer brauchen wir nicht. Den einzelnen Stock eigentlich auch nicht. Wir brauchen ja eigentlich nur diese fasrigen Blätter. So. Drauf aufs Boot. Paddel in die Hand. So, und jetzt. Jetzt bin ich komplett stuck. So, ich muss das Boot noch ein bisschen mehr drehen. Ansonsten kommen wir nicht weg. So, jetzt, oder? Ja, genau, jetzt läuft das doch. Da drüben ist auch ein Schiff. So. Jetzt würde ich sagen, paddeln wir einfach mal rüber. Ja. Genau. Was ich noch sagen wollte. Ich werde jetzt wieder aktiver sein. Also ich werde jetzt, denke ich, jeden Tag ein oder zwei Folgen kommen. Ich weiß, ich war jetzt eine sehr lange Zeit inaktiv. Nur, ich hatte halt viel Stress wegen Schule etc. Und ja, da habe ich mich erstmal darauf konzentriert. Ist, denke mal, ganz verständlich. Aber dafür habe ich jetzt umso mehr Zeit. Und ja, es ist ja eh Homeschooling. Und yo. So, paddel vielleicht ein bisschen schneller. Wir müssen übrigens so aufpassen, es kann hier ganz schöne Stürme geben. Habe ich im Trailer gesehen. Und ich habe eigentlich keinen Bock, bei so einem Sturm mit zu paddeln. Weil ich weiß nicht, ob wir da sterben, ich weiß nicht, ob wir da weggespült werden oder sonst was. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und deswegen will ich da auch echt vorsichtig sein. So. Ja gut, ich bin ganz ehrlich, die Fahrten zu einer anderen Insel, die sind immer etwas langweilig, aber. Ich sag mal so, das Spiel ist realistisch gemacht. Deswegen wäre es auch echt unrealistisch, wenn du jetzt im Prinzip von 10 Sekunden bei einer anderen Insel wärst. Deswegen. Ich finde das Spielprinzip echt gut. Und ja. Zwischen was da. Hier drüben ist wieder so ein Schiff. Da hinten sehe ich auch ganz weit in der Ferne. Ein größeres Schiff. Das steht da ganz schön weit weg von der anderen Insel, sehe ich aber. Wo bin ich jetzt? Bin ich irgendwo drauf gefahren? Hilfe? Könntest du bitte weiterfahren? Ich muss echt jetzt extrem aufpassen. Ich steige gleich mal wieder auf das Boot drauf, weil ich keinen Bock habe, von einem Hai oder ähnlichem angegriffen zu werden. Also ja, es gibt ja auf jeden Fall Haie. Und ich glaube, du bist nach einem Bissen oder so tot und da habe ich keine Lust drauf. Wir haben übrigens einen Tag überlebt. Und was ist das? Greift das Vieh mich an? Ja, das. Oh, es greift mich an. Kann ich das töten? Hallo? Fuck. Wie viel Leben? Zieht das viel Leben an? Nee, es geht. Stirb. Stirb. Warum stirbt es nicht? Ich hack da mit der Axt auf das Trophäe drauf. Ich geh jetzt einfach komplett drauf. Tot.
Ey, das wäre so viel Leben abgezogen. Scheiße. Was ist das denn? Krabbe riesig. Kann ich das nochmal holen? Bekommen 2 mittleres Krabbenfleisch. Das habe ich in der ersten Folge mit anderen Tieren gemeint. Ach. Muss extrem aufpassen. Ist hier noch irgend so ein Viech? Man kann sich hier auch Bögen und Waffen machen. Das werden wir auch jetzt alles in den nächsten, beziehungsweise der heutigen oder in den nächsten Folgen machen. Damit wir auch gegen solche Viecher was machen können und nicht so viel Leben abgezogen bekommen. So, und hier ist genau schon das, warum wir hergekommen sind. Wegen den Yucca-Bäumen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ist mir aber irgendwie auch egal. Wir sind einfach Yucca-Pflanzen. So. Nehmen wir alles mit. Damit wir nicht so schnell wieder rüberkommen müssen. Jawohl. Okay, jetzt haben wir noch Stöcke, die nehmen wir jetzt aber nicht mit, weil da haben wir auf unserer Insel genug von. So, ist noch irgendwo eine Yucca-Pflanze? Ich will auch nichts übersehen. Also Leute, falls ich irgendwas übersehen sollte oder sonst was, genau, falls ich fest übersehen, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese es mir hier durch und dann mache ich das in der nächsten Folge einfach besser. Und ja, genau. So, nochmal einmal Blätter fasrig. Sonst ja, Planke, das nehme ich einfach jetzt mal mit. Da ist noch ein Schiff, ansonsten ist hier nur der weite Ozean. Steine. Nehme ich jetzt, oh, nehme ich, ich nehme mal, glaube ich, noch ein paar Steine mit. So. Und hier sehen wir eine Kiste. Stoff nehme ich auch mit. Was ist denn hier drin? Transportmittel, Filtereinheit, zweimal und einmal Abfall gewählt. Okay, ich nehme jetzt einfach mal den kompletten Container mit. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass das auch gut ist, wenn man das Inventar dadurch größer wird. Weil man kann ja die Dinge dann einfach in den Container tun. Und ja. So, nimm noch den Stein mit. Okay, Inventar ist voll. Floßlager. Ah, hier ist. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist einmal 3 Rationen drin. Ein Kompass, der ist bestimmt wichtig für die Orientierung. Und eine Bandage. Nützlich zur Behandlung von Blutungen. Okay, das ist nicht schlecht. Das finde ich gut. So, ich würde sagen, wir fahren wieder rüber. Man erkennt irgendwie unsere Insel auch an diesem großen Mast, der aus dem Wasser noch rausguckt. Von dem Boot, was da mal untergegangen ist. So. Drauf. Floß in die Hand. Ah, ich muss es wieder drehen. So. Komm mit. Ich will auch nicht so weit raus, weil, wie gesagt, hier sind Haie. Und im Wasser. Und das wird dann, glaube ich, eher weniger spaßig. So. Fahren wir einfach mal zurück und bauen uns gleich einen Wasserdestillierer. Ich stelle mir schon mal die nächsten Aufgaben vor. Befülle den Wasserdestillierer mit fasrigen Blättern oder Palmwedeln. Trinke oder sammle Wasser aus dem Wasserdestillierer. Okay, das sollte eigentlich machbar sein, weil Palmwedel und fasrige Blätter haben wir jetzt eigentlich genug, würde ich mal so sagen. Ja, und dann trinken wir einfach was anscheinend daraus. Ich weiß gar nicht, ob man das, wie oft man den verwenden kann, aber eigentlich, soweit ich weiß, hat der Shelter keine Grenze, wie oft man den verwenden kann. Deswegen denke ich, dass bei dem Wasserdestillierer auch eher weniger. Werden wir ja gleich alles sehen, wenn endlich mal die Reise ein Ende hat zur anderen Insel.
Los, paddel mal schneller. Ich habe halt wirklich irgendwie mal Angst, dass wenn ich mal rüber paddel, ein Sturm aufzieht. Weil ich halt absolut keine Ahnung habe, was da passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es echt gefährlich ist, bei dem Sturm rumzupaddeln. Und ja, deswegen gucken wir mal. So, aber bis jetzt sieht das Wetter noch sehr, sehr gut aus. Aber auch diese Wolken, das ist einfach krass. Wie im realen Leben. Auch die Textur des Wassers. Also, das ist also was grafiktechnisch kann das Spiel echt sehr viel bieten, meiner Meinung nach. So, sind wir auch endlich mal da. Ich denke, ich werde dann gleich noch das Schiff da drüben looten. Und was ist das hier? Hier ist auch irgendwas. Sehr looten. Und ja. Was ist jetzt? Jetzt fängt es an zu regnen oder was? Okay. So. Die See ist gerade ganz schön unruhig. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier drauf. So, komm. Jawohl. Oh, war das stürmisch? Oh, da hatten wir gerade mal Glück anscheinend. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt ein Sturm wird, aber es sieht ganz so aus. Keine Ahnung. So, ich lege erstmal den Holzcontainer ab. So, und die Abfallplanke habe ich hier drüben mal gehabt. Genau, damit wir genug Platz für den Wasserdestillierer haben. Jetzt brauchen wir noch eine Kokosnuss. Oh, das wird ganz schön stürmisch. Krass. Kokosnuss? Inventar ist voll. Ich bin stuck, hallo? Muss mal direkt den Gaming-Sound ein bisschen leiser machen. So. Jetzt lege ich die Planke noch ab, so und jetzt müsste es eigentlich. Aber jetzt brauche ich schon die, muss ich mir die Kokosnuss holen. Krieg ich die irgendwie? Gut, danke. Wir können eine Kokosflasche machen. Finden Sie da ein Seil? Haben wir zum Glück noch genug da. So, und wir haben jetzt den Wasserdestillierer. Den würde ich jetzt einfach mal hier so hinstellen. Vielleicht hier an den Rand. Wo unser Feuer und unser Lager hier ist. So. Jetzt sollen wir das ganze Ding mit Fasrigenblättern oder Palmwedeln befüllen. Ich würde sagen, wir nehmen in diesem Fall einfach mal Palmwedel. Weil Fasrigenblätter sind nicht so viele da. Wir haben ja mehr Palmen als diese Yucca-Pflanzen. Deswegen fällen wir einfach nur kurz eine Palme. So. Jetzt hacken nochmal kurz hier diese ganzen Blätter. Nicht wegrollen. So. Zack. Boah, das ist einfach mit Sturm gemeint. Das war das, was ich im Trailer gesehen habe. Und da habe ich keinen Bock auf eine andere Insel zu rudern. Das denke ich schon ganz verständlich, wenn man das so sieht hier. Hier unten mache ich das okay. Auffüllen. Habe anscheinend noch eins übrig. Lege ich jetzt mal hier drüben wieder hin. Die anderen lege ich einfach mal hier hin. So, zack. Und sollen wir hier draußen trinken? Das wird das echt krass. So, ich wollte jetzt noch mal kurz, diese Wellen. Ich wollte noch kurz diesen rostigen Schrott hier eigentlich holen. Da liegt noch ein Stein, nehme ich mit.
So. Und die Anzündhölzer. Damit wir im Prinzip alles an einem Ort haben. So, und das weg. So, perfekt. Also die Anzündhölzer lege ich mal hier einfach neben das Feuer. So. Jetzt können wir es Durst trinken, haben wir gemacht. Oh, dann müssen wir uns beeilen, weil unser Wasser sieht gar nicht gut aus. Stell einen Hammer her. Stell ein Holzfundament her. Okay, das ist anscheinend der nächste Schritt, einen Hammer herzustellen. Dafür brauchen wir zwei Steine, ein Seil und einen Stick. Das sollte machbar sein. Ich muss mal so sagen. So, ein Seil haben wir. Jetzt müssen wir uns noch einen Stick holen. Den hatten wir sogar doch beim Losliegen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, perfekt. Super. Und wir haben einen Hammer. Damit können wir jetzt, soweit ich weiß, bauen. So, aber ich guck mal, wie das mit dem Bauen jetzt geht. Okay, für ein Holzfundament brauchen wir also anscheinend vier Sticks. Okay, dann kann man irgendwann noch gewellte Fundamente machen, Plankenfundamente und Ziegelfundamente. Okay, das ist krass. Würde ich sagen, dass wir mal kurz noch diese Palme hier zerlegen, um uns jetzt halt Holz zu besorgen. So, haben wir das? Die Frage ist, wo baue ich mein Haus? Ich bin ganz ehrlich, ich finde diesen Platz hier gar nicht schlecht. Das sieht zwar eigentlich aus, gar nicht so toll aus wegen dem Sturm. Aber hier ist viel freie Fläche. Das gefällt mir hier eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich sagen, warte mal, ich muss meine Hammer in die Hand nehmen. Machen wir das erste Holzfundament hier hin. Vielleicht auch so, dass wir direkt easy reingehen können. So. Ich mach das jetzt einfach mal. So. Und da drauf klopfen. So, wie ihr seht, der Sturm ist jetzt weg anscheinend wieder. Das war ganz schön heftig, bin ich ehrlich. So. Und da das erste Holzfundament steht. So. Ich würde sagen, wir machen direkt noch welche. Hier liegt noch ein Stock. Damit wir uns ein kleines Häuschen bauen, beziehungsweise eine kleine Hütte, damit wir auch vor solchen Stürmen dann irgendwann unsere Ruhe haben. So. Zack. Jetzt bauen wir noch, ich muss wieder meinen Hammer auswählen. Jetzt bauen wir, würde ich sagen, direkt noch ein Fundament. So, ich baue direkt mal eins daneben. Geht das irgendwie dran? Kann ich das drehen? Achso, okay. So. Obwohl ich gerade gar nicht weiß, ob das so viel Sinn ergeben hat, weil es die Hälfte gefühlt eh im Erdboden ist, aber egal. Was ich gucken wollte, genau, Holzwände. Kann ich die jetzt hier einfach so platzieren? Geht das? Nee, anscheinend nämlich nicht. Gut, okay zu wissen. Dann würde ich sagen, ich gehe das weg so. Hier kommt die Türe rein. Also hier ist im Prinzip der Eingang. So. Die baue ich direkt mal. Und dann würde ich hier direkt noch einen Holzboden machen. Ein Holzfundament, da brauchen wir aber wieder mehr Sticks. So. Ich sagen, ich fäll mir nochmal eine Palme und dann machen wir das Holzfundament und danach gehe ich schlafen.
Weil es ist schon wieder ganz schön dunkel. So. Ihr seht jetzt wahrscheinlich kaum was. Mal gucken, wie es wegen Nahrung aussieht. Okay, wir brauchen dringend Wasser. Ich gehe gleich eh zum Wasserdestillierer. Wenn ich schlafen gehe, muss ich nur noch kurz das Holzfundament fertig machen. Ich weiß nicht, ob ihr seht wahrscheinlich gerade kaum was, aber ich kann es nicht ändern, das Spiel ist halt Nacht und es ist sehr dunkel. So. Hammer auswählen und Holzfundament gesetzt. Das bauen wir jetzt noch schnell. Ja, dann würde ich sagen, das ist der erste Step in unsere eigene Hütte, die wir jetzt hier bauen. So, steht. Ich gehe jetzt erstmal ganz schnell was trinken, weil ich keinen Bock habe zu verdursten. So. Wasser ist leer. Okay, hat sich gut was gesammelt. Haben wir jetzt getrunken. Okay, das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Was ich jetzt noch gucken wollte, wie diese Dosen hier wirken. Weil wir hatten doch hier war das, diese Ration oder diese Dosen. So, ich esse einfach mal eins. Okay, das ist krass. Es sind direkt, also Essen und Durst ist direkt wieder komplett voll. Das ist stark. Der würde ich sagen, die heben wir uns auch auf. So, ich gehe jetzt aber erstmal schlafen. In der Hoffnung, dass es wieder hell ist, wenn wir aufwachen. Jawohl. So, ich speichere direkt mal. Und was ich diese Folge noch machen wollte, das habe ich letzte Folge ja schon gesagt. Weil das Schiff da drüben looten geht. Mal gucken, was da drin ist. Ich hoffe einfach mal gute Sachen, die wir auch gebrauchen können. Im Trailer hatten die irgendwie auch gezeigt, dass es Leuchtpistolen gibt. Bisschen Signalpistolen. Wir werden gleich mal sehen, ob wir was finden. So, geh rüber. So, Tür öffnen. Container. Ein Stoff, okay. Geh doch. Warum geht er nicht rein? Achso, jetzt. Ein Fischersperrgrob. Okay, das ist gut. Und eine Leuchtwaffe. Genau, die Signalpistole, von der ich gerade geredet habe. Unser Inventar ist voll. Das merken wir uns, dass das hier drüben ist. Dann noch ein Klebeband, also ein Panzertape und Transportmittel, Treibstoffeinheit. Okay. Ist jetzt sonst noch irgendwas auf dem Schiff? Kommen wir hier irgendwo rein? Ja, nee. Okay. Dann würde ich sagen, dass ich erstmal hier wieder kurz zurückgehe. Obwohl, hier kann man rein. Kurz reingucken. Aber hier sehe ich, wie ich sehe, ist hier nichts. Ich will auch nicht riskieren, von irgendwas gestochen zu werden da drin. Weil man kann doch durch irgendwelche Fische und Tiere vergiftet werden. Und das will ich jetzt erstmal nicht. So. Ich leg mal den Fischerspeer mal hier rüber zu den anderen Sachen. So. Den Stoff lege ich ja auch einfach mal hin. So. Ich habe ja noch das Krabbenfleisch, das kann ich mir eigentlich direkt mal auf den Grill hauen. So, machen wir das Feuer an. Jawohl. So. Brennt, das denke ich, gibt viel Hunger. Wir kommen schon langsam wieder Hunger. So, ich kann aber schon wieder zum Glück was trinken. Trinke ist das doch voll. Ich gehe direkt nochmal diese eine Palme klein machen, also diese Palmblätter davon. Das hatten wir ja noch nicht gemacht. Diesen Wasserdestillierer wieder aufzufüllen. Damit wir immer genug Wasser haben, weil ihr seht, wie schnell das runter ist. Und ja, wie gesagt, verdursten wäre jetzt eigentlich nicht so angesagt. Deswegen. So. Genau, füllen wir das einmal mal wieder auf. Palmenblätter haben wir, wie gesagt, genug. So. Das Krabbenfleisch brennt schön. So muss das. Ich könnte in der Zeit eigentlich noch eine weitere Foundation bauen.
So, ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendeine Palme liegen habe. Ne, da muss ich wahrscheinlich wieder eine fällen. So, nach und nach und Folge für Folge bauen wir uns hier immer mehr auf. Und immer bessere Sachen. So, kann die Palme bitte runter von meiner Tür? Danke. So. Hacken wir den Holzstamm klein. Jawohl. So, Hammer. Und Holzfundament. So, ich will, dass alles so in dem gleichen Muster ist. Deswegen platzieren wir das einfach hier. Ja, und da baut sich immer mehr. Also baut sich immer mehr unsere Hütte auf. So, ich mach direkt noch eins. Und wie gesagt, irgendwann bauen wir dann bestimmt auch mit Planken, mit diesem Ross, wenn wir davon genug haben, oder vielleicht auch mit Lehm. Haben wir gesehen, dass sowas auch gibt. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da bin ich mal gespannt, was noch auf uns so zukommt. So, ich baue jetzt hier noch eine. So, wir haben jetzt auch 2 Tage mittlerweile überlebt. So. Baue wieder das Holzfundament. So, perfekt. So, jetzt gehe ich mal noch kurz zum Fleisch. Das wollte ich noch essen. Ist das jetzt fertig gekocht? Noch nicht ganz, oder? Wenn ich das runternehme, kann ich das dann auch so essen, würde mich mal interessieren. Kann schon wieder trinken. Ich lege direkt wieder nach, damit das hier, da wir immer genug Wasser haben. Jetzt koch mal bitte fertig. Krass, das braucht aber gefühlt länger als das kleine Krabbenfleisch. Also da haben die anscheinend auch gedacht. Okay, jetzt hat so ein Kling gemacht. Ich glaube, jetzt kann ich das essen. Okay, sieht man direkt, es geht hoch. Was ist das jetzt hier? Okay, das ist verdorben. Dann lege ich das direkt mal hier ins Wasser. So. Ja, und ich würde jetzt einfach mal die Folge beenden für heute. Wir haben viel geschafft. Wir haben unser Haus angefangen zu bauen und vergrößert. Haben einen Wasserdestillierer gemacht, das Schiff gelootet. Und ja, in der nächsten Folge denke ich, werden wir weiterbauen. Die anderen umliegenden Schiffe noch looten. Gucken, was da drin ist. Und genau, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da oder auch ein Abo. Aktiviert die Glocke und genau, ansonsten bis zur nächsten Folge. Und jo, ciao, ciao.